Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Ich wollte ein paar Dinge nochmal austesten. Zum einen auf jeden Fall mal einen Look mit dieser wunderbaren Palette schminken. Die hatte ich ja erst bei, wo hatte ich die denn gekauft? Bei Beauty Bay, glaube ich. So schöne Rosé-Pastelltöne und auch ja ein paar Brauntöne. Und ich dachte, vielleicht können wir irgendwas Krasses, Dramatisches machen. Und ja. Ich würde einfach sagen, wir testen diese Palette aus und dann wollte ich ein paar Dinge einfach mit euch zusammen testen. Zum Beispiel die Dior Nude Air Foundation, die ich richtig klasse finde. Liebe Sunny, I love diese Foundation, die ist wirklich schön. Die macht so ein tolles Hautbild. Zuallererst trage ich mir aber einen Your Better Work Proof Primer auf. Heute muss ich sagen, ist das Wetter gefühlt 16 Grad, stand dran. Es sollte auch nur 20% regnen. Und irgendwie, aus diesen 20% hat es aber dann auch zweimal geregnet heute, wo ich mitbekommen habe. Ich meine, dann heißt es doch zu 95% meiner Meinung nach, wenn es doch regnet. Auch wenn es nur kurz war. Aber ich musste nochmal heim und meine Wäsche abhängen. Wer hätte es gedacht? Weil 20% heißt für mich sehr unwahrscheinlich, dass es runterkommt. Aber es kam anscheinend runter. Kennt ihr diese Leute, die einfach scheppern? An der Tür dann sagen, ja, also wir schauen jetzt mal nach, ne? Also ihr Feuermelder, das geht nicht. Ich habe da einen Sensor. Ganz merkwürdig. Ich so, ja, wieso habe ich denn keinen Termin bekommen? Und wieso gehen die Dinger nach, weiß nicht, nach einem Jahr nicht? Und nachts hat es alles rumgescheppert. Und tagsüber hat es auch mal gescheppert, aber auf einmal nicht mehr. Anscheinend sind die jetzt ausgestellt. Weiß auch nicht, was die Leute... Mit Sensor, also ich finde das nicht so gut. Man könnte ja sich eintragen, nach 10 Jahren sich wieder zu melden, statt einen Sensor dran zu machen. Ja, also die Nude Air Foundation finde ich richtig gut. Ja, die finde ich klasse. Hier hat mir Sunny schon was abgefüllt. Richtig geil, diese Abfüllteile. Das ist irgendwie anscheinend für so eine Tabakpfeife oder sowas. Cool, cool, cool. Und sie ist ultraflüssig. Also man muss schon schnell sein, sag ich mal. Aber dafür, von der Farbe her passt es auch perfekt, wie ich finde. Weil ja mein Gesicht ja meistens irgendwie heller ist als mein Rest des Körpers. Aber ich liebe so dünne Foundations. Man muss zwar echt aufpassen, dass man sich nicht voll schmiert. Sie wirkt jetzt ein bisschen dunkel, aber ich trage sie ja immer sehr, sehr, wie nennt sich das, sehr dünn auf. Und dann finde ich, sie ist, ich habe an den Duft nie gedacht, aber ja. Ich fülle das wieder zurück, weil es ja komplette Fläschchen. Sie hat mir zum Testen was zugeschickt. Und ich muss sagen, ich bin super, super, super begeistert von dieser Foundation. Ja, mach ich mal wieder da rein, ne? Und nicht 20.000 Behälter hier. Sie dunkelt auch nach, muss man sagen. Also, das ist auch die Farbnummer 020. Man muss auch ein bisschen schneller arbeiten, weil sie hat so ein dünnes, leichtes Finish, dass sie sehr, sehr schnell, finde ich, auch eintrocknet und dann auf der Haut wie so geairbrushed aussieht. Also wirklich eine Air Foundation, so Airbrush Finish, also wirklich ganz, ganz leicht. Ich muss sagen, noch leichter als die Maybelline Fit Me Matte & Poreless. Ich bin so froh, dass ich dann die komplette Tube jetzt abgekauft habe, sozusagen in dem gesamten Paket da. Ja, ich bin sehr, sehr begeistert. Oh nein, ich schmier mich gerade komplett voll mit der Foundation. Und ich muss sagen, das ist einer der schönsten Foundation, die ich in letzter Zeit wieder mal getestet habe, wo ich wirklich zufrieden mit bin. Das Problem hatte ich, als ich so geschwitzt habe, dass ich bei meiner Nase die komplette Foundation abgetragen habe. Das ist mir jetzt hier aufgefallen bei der R. Aber mit mir, muss ich sagen, passiert das auch mit anderen Foundation. Das ist jetzt kein so, oh mein Gott,
es war echt übel, weil ich da auch noch Schnupfen bekomme. Also, kennt ihr das, wenn ihr so arg schwitzt, dass die Nase läuft? So war es bei mir jedenfalls. Ich habe mir jetzt mit der ganzen kleinen Flasche hier alles eingesaut. Alles. Meine neue Palette, mein Schminktisch, mich selber. Gut, ich habe schon Ketchup auf meinem Pullover. Aber das könnt ihr ja Gott sei Dank nicht sehen. So Hausfrauen-Style mit Ketchup, richtig assi. Muss mich mal umziehen. Ja, also wirklich ein super schönes Hautbild, wie ich finde. Und auch nach ein paar Stunden. Und dieses Finish ist so semi-matt. Ich würde nicht sagen, dass es komplett das Leben aus dem Gesicht nimmt, sondern man hat immer noch so ein bisschen Spiel. Finde ich richtig geilo. Geilo, geilo, geilo. So, dann benutze ich einen Concealer, der ist nicht neu. Und meine fetten Augenringe, die ich in letzter Zeit habe, keine Ahnung, ich kann nicht. Ich schaffe es nicht, mehr als 5 Stunden zu schlafen. In letzter Zeit, keine Ahnung. 5 Stunden und 20 Minuten oder 5 Stunden und 30 Minuten. Aber das, ich bin auch dann wach, aber ich bin so den ganzen Tag so semi da. Ich kriege irgendwie nicht so viel auf die Reihe, wie ich gerne hätte. Also wichtige Dinge schon. Was halt wichtig sein muss. Ja. Wie gesagt, diese Foundation ist der absolute Shit für mich. Ich bin so, so froh. Und wenn die leer ist, ich würde sie mir tatsächlich nachkaufen. Ich finde, so ein Finish habe ich schon lange nicht. Ich bin. Es sieht einfach so, so. Alles so wund. Also, ich sehe richtig prall und saftig aus. In der Kamera leuchte ich sogar noch. Gerade hier. Wirklich ganz, ganz toll. Dann hat mir die liebe Sunny noch ein Puder drin. Also, das war dabei. Ich weiß nicht, ob sie es nur mir reingelegt hat oder es dabei war. Und zwar von Love Get Set and Refresh Universal Powder Cooling Effekt. Ich muss sagen, ich habe es heute Morgen schon benutzt. Also, es ist jetzt nachmittags, 6 Uhr oder so. So sieht es aus. Ich habe es mal jetzt in den Tiegel reingemacht, weil ich kam mit dem Netz nicht mehr dran. Das ist nicht mehr so viel, würde ich sagen, aber es reicht auf jeden Fall. Man, dieses Puder ist so, so fein. Ich weiß nicht, ob ich jemals so ein fein gemahlenes Puder gesehen habe. Also, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hatte heute Morgen keinen Cooling-Effekt. Ich weiß es nicht, ob ich so müde war, dass ich keins gemerkt habe oder es einfach keins da war. Ich gehe jetzt einfach mal da rein und mit dem Pinsel und trage mir das Puder jetzt einfach mal auf. Sunny, wo ist mein Cooling-Effekt? Oder bin ich so heiß, dass der Cooling-Effekt schmilzt? Klage. Ja. Also. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich habe mir auch die Sonnenmilch jetzt in die Haare geschmiert. Gut. Gott sei Dank ist abends und ich verlasse das Haus nicht. Die Kinder töten sich draußen oder spielen miteinander. Ist noch nicht so ganz klar. Ich werde gerufen. Ich habe gerade gesehen, ich hatte mega den hässlichen Rand gerade hier. Habe ich wohl nicht so gut verblendet. Aber mir bleibt dieser Cooling-Effekt aus. Keine Ahnung, wo der ist. So sieht es auf jeden Fall aus. Und ich muss sagen, da sind nur 7 Gramm drin. Und ich finde das für 15 Euro relativ teuer. Ich meine, ich habe jetzt keine 15 Euro gezahlt, aber ich weiß, dass die liebe Sunny 15 minus irgendwelche Prozente gezahlt hat. Trotzdem für den Normalpreis mir persönlich zu teuer. Das gab es doch von welcher Marke gab es das denn noch? Mit diesem, Becker. Refreshing, irgendwas. Hydrating, weiß ich nicht. Irgendwas. Ja, sehr viel Information um den heißen Brei. Genau. Ich kann mich nicht mal daran erinnern, wie das hieß. So, dann gehe ich in meinen Pott rein. Das ist ja immer da von Essence und eigentlich hätte ich auch einen passenden Pinsel dazu. Ich benutze den hier. Und zwar mache ich jetzt mal meine Augenlider. Die prime ich jetzt. Dann würde ich sagen, ziehe ich einfach meine Augenbrauen ganz normal nach, wie immer. Und dann hole ich euch ein bisschen näher zu der Palette Review. Vielleicht finde ich noch was, was ich mit euch reviewen wollte. Ich wollte mal in meiner Kiste schauen. Vielleicht finde ich da noch was dazu.
Genau. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit Augenbrauen und geprimten Augen. So, meine Lieben, meine Augen sind geprimed. Wir fangen an. Ich kann euch nicht mal sagen, wie die Eyeshadow-Palette heißt. So sieht sie auf jeden Fall aus. Und das ist der Name. So rum. Cariti? Oder keine Ahnung. Keine Ahnung, ist die Rose All Day Palette. Und so sehen die Farben aus. Beauty Bay. Oder Beauty... Ja, ich glaube Beauty Bay Bestellung war das. Und ich muss sagen, es hat mich gleich angesprochen. Und ich dachte, wir starten auch was. Ich fange mit einer neutralen, einem neutralen Tönchen mal an. Und zwar hier unten in der Ecke. Dazu kann ich einen fluffigen Pinsel nehmen. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache, ohne das Tageslicht wegzunehmen. Und trage mir das hier so auf die Lidfalte. Meine Augenbrauen sind der Knaller, ne? Ziemlich markant. Ich habe sie auch nicht ausgebürstet. Ich hoffe natürlich, ihr erkennt das. Ich versuche euch mal stativmäßig so hinzumachen. Ein bisschen ummodeln. Ich glaube so, oh, wie arg mein Auge hängt. Und mein Sohn hat mein Stativ verstellt. Das ist doch echt ein Schlawiner. Das ist doch ein Schlawinski. So, jetzt können wir ready und starten. Wie gesagt, ich habe mir jetzt einen Basiston aufgetragen und finde ich eigentlich auch relativ gut. Ich bin ja mal gespannt. Es ist relativ nah, seid ihr an mir, wie ihr gemerkt habt. Ich benutze einen kleineren, fluffigeren Pinsel, der ein bisschen flach gebunden ist. Und gehe in den Ton, den hier. Das ist so ein Lachsfarben. Da ich finde, der kommt auch gerade Neon raus. Ist gar nicht so Neon in Wirklichkeit. Mal gucken, was der abgeben kann. Ich kenne diese Palette selber noch nicht und auch die Firma nicht. Aber wir sehen schon, da kommt was. Da kommt einiges. Und es ist auch tatsächlich etwas knalliger, als ich erwartet habe, weil meistens die knalligen Töne gar nicht so gut arbeiten. Der ließ sich jetzt gut ja, auftragen und auch verblenden. Wird natürlich kein Alltags-Make-up, denke ich. Weiß nicht, manche trauen sich, manche nicht. Also es kommt immer darauf an, in was für eine Laune, ob ich kritikfähig bin, gleich schon. Weil die Leute haben immer das Bedürfnis, ihre Kritik zu äußern, obwohl man sie nicht nach ihrer Meinung gefragt hat. Das habe ich so oft schon erlebt. Wo ich mir dann denke, Leute, mich interessiert eigentlich nicht, was ihr dazu sagt. Aber gut. Dann, schwierig wird es, um es dunkel zu machen, benutze ich jetzt einfach mal den hier und guck mal, wie weit ich das dunkel kriege. Das ist zum Beispiel ein neonfarbener Ton. Ja, mal gucken. Und... Mir haben auch die Huda Mini Paletten gut gefallen. Aber ich muss sagen, für 9 Töne 30 Euro auszugeben. Nee, entschuldigt. Das bin ich einfach nicht mehr. Das bin ich nicht bereit. Dazu ist das keine Alltagspalette, die man ständig in Verwendung hat. Wo man wirklich gut mitarbeiten kann. Halleluja, es wird pink. Es wird pink. So.
ich würde sagen, so eine Art Cut Crease würde uns nicht schaden. Da benutze ich einfach meinen Pott nochmal dazu und ein bisschen. Auch einen kleineren Spiegel. Ich habe jetzt auch nichts da spontan. So eine halbe Cut Crease. Ich glaube, ist ganz nett. Ich höre gerade, mein Freund hört Chipmunks. Er guckt immer noch Kinderfilme, obwohl gar keine Kinder im Haus sind. Aber ich erwische mich manchmal auch. So. Einfach den hinteren Teil so ein bisschen verblenden, dass es so ziemlich hell wird. Ja. Okay, okay. So, jetzt ballern wir uns da auch gleich mal was drauf, sonst verwischt das alles. Dann haben wir gar nichts mehr von unserer Cut-Krise. Eine Krise. Das hat schon seinen Sinn, warum es so heißt. Mich sprechen auch die Schimmertöne sehr an. Ich gehe jetzt mal hier rein. Guck, das ist so ein schöner Champagnerton, in Bronze gehend. Sowas um den Dreh und trage mir den in der Mitte auf. Was hat die Palette gekostet? Ich glaube um die 16. Übrigens, ich habe ja so ein leichtes Kaufverbot erteilt, weil ich meine Dinge ja testen möchte, bevor ich so viel Neues wieder zulege. Und vor allen Dingen habe ich eigentlich Sommerpause. Das heißt, ich schminke mich meistens im Sommer eh nicht. Von daher für mich ist Herbst-Winter einfach optimal. Herbst-Winter und Frühling. Also Farbe kommt dabei rum, aber ich kann euch auch mal das Palettchen zeigen. Es hat jetzt überall rumgekrümelt. Man kann es wegpusten und dann hat man das überall. Ich benutze Balea Aquaspray, um die Farbe zu intensivieren. Das ist sehr intensiv, muss ich sagen, dieses Spray. Nicht nur vom Duft her, auch so von dem Sprühteil. Man ist erstmal in der ganzen Visage nass. So. Könnt ihr das sehen, wie schön es schimmert? Also es sieht gar nicht mal so verkehrt aus. Dann möchte ich dieses lila Pink nehmen. Dann nehme ich denselben Pinsel und gehe einfach mit der Rückseite da rein. Denn das ist auch so ein leichter Schimmerton. Ich würde nicht sagen matt, sondern ein leichter Schimmerton. Und trage mir den hier so auf. Aber Fallout des Todes. Ich mag das, wenn das so familienverwandt, also vom Make-up her, wenn das so Ton in Ton ist. Ja, das mag ich sehr gerne. Ich versuche mir hier ein bisschen das Pink rauszunehmen. Und zwar gibt es hier leider keinen weißen matten Ton. Ich werde mein privates Tönchen nehmen. Mein Monolith-Schatten von Essence. Da ist. Das ist der Wahnsinn, das fällt mir schon das dritte Jahr. Das ist abartig. Und ich benutze es sehr, sehr oft. Im Gegensatz zu anderen. Hier ein bisschen so die Kanten.
Ich meine, ja, auf den Kindergeburtstag würde ich vielleicht so nicht gehen. Das drückt ganz schön mein Auge. Ich möchte noch eine Farbe ausprobieren. Das hat so einen leichten Shift in irgendwas. Und zwar diese hier. So sieht es aus. Das hat, und das presse ich mir jetzt einfach mal hier zwischen den anderen zwei Farben. Als Topper sozusagen. Ich sehe, hier habe ich irgendwas nicht so richtig. Ich finde halt, pinke Töne sind oftmals so komisch. Komisch halt einfach. Ja, ich benutze jetzt das Lila da unten. Das untere Lila und dazu gehe ich mit so einem Pencil Brush, denn mit diesem fluffigen ist nur besser zum Ausblenden, aber nicht um einfach präzise zu arbeiten, finde ich irgendwie. Das funktioniert oftmals nicht. Immer noch. So, ich habe mir jetzt einfach das Lila und das Pink auch unten an die Wasserlinie gegeben, also unten am Wimpernkranz. Es ist so tricky, so diese spitzen Dinger zu machen. Ich weiß es nicht so richtig. Hier sind wirklich sehr, sehr schöne Farben drinne. Aber ob mich die Palette wieder catcht, ist so eine Sache. Keine Ahnung. Ich benutze den hellsten Ton aus der Palette, gehe mit einem kleinen, fluffigen Pinsel rein. Und trage ihn mir hier im Eck auf. Das mache ich eigentlich fast bei jedem Make-up. Wir sind bei 21 Minuten. Falsche Farbe. Und dann kann ich mir auch unten an der Augenbraue eigentlich auftragen, weil es ist ja eh jetzt kein Look, sage ich mal. Ich jetzt mit rausgehe. Wobei, wenn klar, im Notfall würde ich auch so gehen. Ja, dann würde ich sagen, ziehe ich mir einen extravaganten Eyeliner, komme dann nochmal zurück, mach mir die Wimpern dran, komme nochmal zurück zum Gesicht und dann sehen wir uns gleich wieder. Boah, Leute, ich kann euch sagen, ich bin ultra genervt. Seht ihr meinen verkackten Eyeliner? Und das dankt der Benefit-Geschichte hier. Ich muss das Teil mal probieren ohne einen Lidschatten. Das heißt, wenn ich nur tagsüber halt mich nicht schminke, nur mal so einen Lidstrich probieren und dann Wimperntusche drauf. Das mache ich ja auch ab und zu, wenn ich halt nicht so viel Zeit habe. Ich habe noch nicht den Dreh raus. Also wie gesagt, auf der Hand an sich malt er wirklich klasse. Und auch feine Linien. Aber nicht am Auge. Da kommen nur so gebröckelte Kacke dabei raus. Und da fällt mir auch, es purzelt mir die ganze Zeit was runter, weil es einfach viel zu fett und viel zu viel. Keine Ahnung, ich habe wie gesagt noch nicht meine Wimpern aufgebäppt, weil ich war. Ja, die trocknen jetzt gerade noch. Ich dachte, wir tragen uns ein bisschen Blush. Ah, ne, Bronzer. Ich wollte nochmal den Bronzer austesten. Und zwar sieht das so aus. Und mein liebster Bronzerpinsel ist der von Beatrice. Ich weiß gar nicht, ob sie die Reihe noch haben. Ich finde es auf jeden Fall richtig geil. Die sind schön bauschig, schön fluffig. Also irgendwie alles gleichzeitig. Und das ist ja dieses Hollywood Bronze and Glow Set von W7. Und ich wollte den Bronzer davon austesten. Den habe ich mal eine Zeit lang echt gemocht. Und dann wieder vernachlässigt. Echt schöne Farbe. Man braucht eigentlich auch gar nicht so viel, wie ich da jetzt in den Farbtopf rumrühre. Und das gibt so ein leichtes Glow. Habt ihr eigentlich lieber matte Bronzer? Also ich habe ja wirklich kaum Struktur auf meiner Haut. Also kaum Pickel oder Unterlagerung. Ich weiß nicht, ob ich den Nagellack feiere. Ist eine einzige Katastrophe hier. Ich klebe mal die Wimpern gerade mit euch schnell auf. Schnell. Schnellelen. Ich gebe mir nicht viel Mühe, das kann ich euch gleich sagen. Weil der Look ist eh beschissen. Von daher.
man sich nicht ganz so abfacken. Wimper und doof. Das sind für mich Einmalwimpern. Die sind wirklich nicht schön. Wirklich nicht schön, aber für den einmaligen Gebrauch geht das. Deswegen wollte nicht schöne Wimpern für einmal anziehen. Na, für ein Foto oder so. Das bin ich mir viel zu faul für. Um ehrlich zu sein. Ich hoffe, das klebt noch hier. Da ist kaum Kleber noch dran. Auch die Enden sind noch da dran. Und ich finde, klar sehen sie nach Drama aus, aber genau das brauche ich nach dem verkackten Eyeliner. Ich brauche noch mehr Drama in meinem Leben. Hoffentlich, ja, klingelt nicht noch wer an der Tür. Die alte Overdress des Todes. Ja, ich tusche sie mir auch gleich mit denen, weil die kommen ja eh in die Tonne, wie gesagt. Dann würde ich gerne noch ein Lippenprodukt ausprobieren. Ich habe auch eine wunderbare Kiste hier. Und zwar hat mir die Sunny noch was mitgeschickt hier. Ich weiß nicht, ob das das Richtige ist. Nee. Das wäre nichts für mich. Ich glaube, der geht hier auch weiter. Ich bin mir bei der Farbe nicht so sicher. Ich swatch den mal. Wenn da... Ja, da wurde auch schon geswatcht. Hat sie auch geschickt. An sich echt schöne Farbe. Riecht echt lecker. Die riechen wirklich. Wie sieht das eigentlich von? Ah ja, das ist doch Drama in euer Leben, in meinem Leben. Okay. Ja, dann benutzen wir. Den werde ich auch nicht benutzen. Mein Schatzi. Den hier. Weiß es nicht. Okay. Ich male mir meine Lippen mit dem Catrice Long Lasting Pencil Waterproof in der Farbe Nongsei. Hast du keine Farbbezeichnung? Red Lip District oder so auf, an, wie auch immer. Das ist ein Rot Pink. Und damit mache ich nur die untere Kontur und die obere. Wenn ihr jetzt denkt, die Alte hat sie nicht mehr alle, da kann ich euch sagen, natürlich nicht. Ich hatte sie noch nie alle. So trockene Lippen sehe ich gerade. Ganz, ganz leichte. Okay. So, das sieht ein bisschen affig aus. Yes. Yes. Anna. Count. A Make-up Revolution mit der Farbnuance The One. The One, ganz einfach. Oben drüber. Ich habe weder Blush noch irgendwas anderes drauf. Ja. Ist ein bisschen PG. Aber ich finde, wenn so leichte Kontur ist, dann wirken die Lippen einfach schöner und größer. Und keine Ahnung was. Und ich juck das Bändchen da vorne. Sagen wir mal die Wimperndusche. Ja. Wir quatschen jetzt schon 29 Minuten. Wer guckt sich denn das an? Ihr könnt mir jetzt gerne in die Kommentare schreiben, wer sich den Schrott anguckt. Ich weiß nicht, diese Wimpern erinnern mich irgendwie an Schwan. Ich finde sie gar nicht so... Also ich muss sagen, für den Look... So künstlich, finde ich, sehen die gar nicht aus. Klar, sehen sie nicht fluffig und... Keine Ahnung, was aus, aber sie passen doch vollkommen zu dem Look.
Und ich finde, sie sehen weniger künstlich aus als die fluffigen Wimpern, die dann wirklich 3 Meter lang sind. Okay, ein Blush. Ich habe mich gerade spontan entschieden, diesen Blush-Stick auszuprobieren. Ich überlege gerade, ob ich das... Das geht bestimmt schief. Das ist so ein wunderschöner Schimmer und... So, Kinder versorgt. Also, der Highlighter-Stick AK Rouge Berry Gleam. Wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Ich weiß natürlich nicht, ob ich den jetzt mein Leben lang tragen möchte. Aber ich denke, dass er in meiner Sammlung bleiben darf. Er hat so ein glossy Finish. Und das Einzige, was mich stört, ist, wenn irgendwelche Fliegen in mein Gesicht... Das ist wie die Venus-Fliegenfalle, wirklich. Das klebt dann so. An sich muss ich sagen, schöne Palette. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie behalten werde oder nicht. Vielleicht wandert die auch weiter. Ich habe nicht so die, muss sagen, Nude-Töne. Wir gucken uns die Palette nochmal an. Also die Farben, die ich benutzt habe, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. 8 Farben aus dieser Palette benutzt und hier sind 15 drin. Ist ein guter Durchschnitt, denke ich. Man kann auch was Neutrales machen, ne? Irgendwie die und dann diese Töne hier. Es sind eigentlich in der Regel nur 5 intensive Töne dabei. Ich finde sie nicht schlecht. Also das, was man hoffentlich sieht, ist schön. Es ist auch, wenn ich jetzt in meinen Spiegel gucke, ich weiß nicht, wie es dann in der Kamera rüberkommt. Manchmal kommen die Farben intensiver raus oder fleckiger oder es sieht total schön aus und bei mir sieht es total kacke aus. Aber das, was ich so erkenne, ist weder fleckig, noch ist es schwach. Ja. Also, Kaufempfehlung hat es auf jeden Fall. Derjenige, der diese Töne braucht in seinem Leben, der darf sie sich gerne zulegen. Dieser Ton ist total schön. Seht ihr das? Und ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Den habe ich ja auf dem beweglichen Lid. Und ich werde, denke ich, auch noch was Neutrales damit schminken. Und ja. Seht ihr, wie war denn das so? So, ihr Lieben, ich hoffe, der Look gefällt euch. Sagt mir mal, was ihr von dieser Palette haltet. Würdet ihr euch die zulegen oder eher sagen, nee, ich gehe vorbei? Also hätte ich jetzt nochmal die Wahl. Ich glaube, ich würde dran vorbeigehen. Das war im Kaufe des Gefechts. Ja, ich glaube, ich würde an dieser vorbeigehen, weil ich einfach, ja, diese Farben bestimmt in irgendeiner anderen Palette habe. Und deswegen, aber ich denke, ja, nur so eine Sommerzeit oder so. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Ciao, ihr Lieben!